Mein heutiger Gast hat ein Millionenvermögen gemacht als Speditionsunternehmer. Mittlerweile hat er sich ein bisschen aus dem, wie es heißt, operativen Geschäft zurückgezogen. Aber er ist immer noch ein Mann, der wie kein zweiter zu Hause ist in den wirklichen Geheimnissen dieser Branche. Herzlich willkommen, Klaus Zapf! Herzlich willkommen, bitteschön. Entschuldigung, ich war mit Immobilienspekulanten und so weiter, weil Spedition, aber das ist ja völliger Quatsch, damit haben Sie gar nichts zu tun. Sie sind Spedition. Doch, doch, Immobilien hat man auch und Beteiligung. Haben Sie? Ich kenne die Gegend hier auch, da bin ich auch mal durchgestolpert. Köln-Mühlheim? Und habe was besucht, ja, sicher. Was haben Sie besucht? Hier. Also, wir machen mehr in heruntergekommenen Gewerbeimmobilien, die wir dann revitalisieren. Ja. Also, die zum Beispiel die Reuern aufgegeben hat, die haben wir dann wieder aufgebaut. Das ist eine schöne Sache. Das machen Sie? Dauert halt. Ja, und man muss aber natürlich ein todsicheres Auge dafür haben, weil nicht jeder heruntergekommen ist. Oder? Funktioniert alles? Es gibt keine todsicheren Gibt's Augen. Nicht. Die hat keiner. Haben Sie auch nicht. Nein, natürlich. Aber ich mache auch nicht Brille. So. Ja, haben Sie auch eine Gleitsichtbrille? Ja. Ich nehme es an, ich weiß es nicht. Ich bin da kein Spezialist für. Wenn Sie wollen, dürfen Sie mal durchgucken. Aber ich weiß nicht, ob es nützt. Ja, aber dann holen Sie mal. Ja, warum holt sich vielleicht so schnell was? Durch. Nein, da kann man sich nicht holen. Ich habe nicht die Schweinegrippe, ich habe die Ochsengrippe, wenn überhaupt. Das sieht doch gut aus, oder? Ja, aber... Wie die Schnöpfchen. Aber ich sehe nicht. Wirklich? Ja, also... Es gibt Ihnen irgendwie einen seriösen Anstrich. Ne? Ja, aber Sie sehen natürlich unfassbar kultig aus. Mit diesem Bart, mit diesem CC-Top-Bart und dieser Brille. Und legt Ihnen ein Designer morgens die Klamotten hin? Oder ist es wirklich so, dass Sie anziehen, wozu Sie Bock haben? Sie werden es kaum glauben, aber die werden ab 7 Uhr gemeißelt. Darum kann ich erst um 10 Uhr aufstehen. Tun Sie das? Ja, natürlich. Ja, sind sicher. Sie, wie man bei uns in der Heimat sagt, eine faule Sau? Ja, Moment. Ich bin es nicht, aber ich weiß es, dass ich es bin. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Denn wenn man es nämlich weiß, kann man es ändern. Das stimmt. Genau, und wenn man es nur ist, dann gute Nacht. Ja. Dann muss man nach Köln. Ja? Zum Beispiel. Leider war, ich sag mal geschätzt, zweistelliges Millionenvermögen bei Ihnen. Ach, mehr? Ach nee. Meine erste Million kriege ich mit den 40.000 Honorar heute Abend zusammen, ne? Die wir spenden. Ja? Ja, danke nochmal. Ne? Ja, gern geschehen. Und dann haben Sie sich ein bisschen aus dem Geschäft zurückgezogen. Haben Sie selber auch Möbel geschleppt früher? Ja, natürlich, das sieht man doch, oder? Ich esse doch immer noch wie ein Packer. Ja? Ja. Wie ist das? Können Sie sozusagen soziologisch eine Wohnung ausschlüsseln, wenn Sie reinkommen und die Einrichtung sehen? Ja, in etwa schon, das geht schon. Aber so, es gab immer nur so 4, 5 Wohnungstypen. Zum Beispiel? Das ältere Ehepaar mit dem Dürer über dem Wohnzimmer, über der Wohnzimmercouch. Die Singles, die Einzelbuben, Einzelmädels. Das junge Ehepaar ohne, das Ehepaar mit Kinder, ne, und dann halt so die entsprechende Aufteilung. Und da gab es noch 2, 3 Häusertypen. Und dann gab es natürlich die Ausnahmen, so wie zum Beispiel Ihr Partner Herr Kogel. An den kann ich mich noch erinnern. Der hatte überall Mädels mit ihm als Fotografie. Da hab ich gedacht, nein! Um Gottes Willen, habe ich gedacht, der Arme. Wirklich? Aber er hat sich verbessert. Er zog, glaube ich, damals von der Drabener Straße in die Pariser. Ja, das können wir gleich mal... Zu Berlin. Ja, aha. Das wollen wir jetzt gleich mal ausforschen und warten mal eine Weile, ob ich recht habe. Haben Sie den Umzug gemacht? Nein, ich habe da besichtigt. Was heißt damals das? War ich schon aufgestiegen. Ne? Ich habe den Kostenvoranschlag gemacht. Ah, okay. Ich habe gesagt, was es kostet, aber wir uns damals gut verdient haben. Das hat ihn nicht so interessiert. Sind das bei Ihnen ausgebildete Möbelpacker, die das machen? Ja, wir haben auch gerade einen riesen Preis gerichtet. Also das Unternehmen, nicht ich, als bester Ausbildungsbetrieb Berlin. Und wir haben auch den besten Lehrling bundesweit gehabt. Wirklich? Ja. Als Möbelschlepper? Packer und Monteur, ja. Sie haben zum Beispiel mit anderen Unternehmen zusammen den Deutschen Bundestag umgezogen von Bonn nach Berlin. Da haben ja alle irgendwie mitgewirbelt. Wirklich? Ja, die sind ja heute noch durcheinander in der Regierung. Stellen Sie das nicht fest? Gehen Sie wählen? Ich gehe auf jeden Fall wählen. Ja. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel ganz interessant gewählt. Ich habe also gespendet für ein Ströbele, weil ich den von früher kenne. Gewählt habe ich mit der Zweitstimme die Linke und mit der Erststimme den Kandidaten der SPD, damit die darüber nachdenken, warum der Erstkandidat mehr Stimmen kriegt wie die Partei. Aber Sie werden es nicht glauben, es ist völlig anders ausgegangen, als ich gedacht habe. Ja? Ja, obwohl ich das vorher schon aufgeschrieben hatte. Ne? Also, das war mal wieder irgendwie ein Riesenschlag in die Spree. Ja. Ich war anschließend total traurig, 5 Minuten. Wirklich? Ich habe mich dann gesammelt und habe weitergelacht. Ja. Ja. Also, was mir total imponiert hat, das war hier die Partei da für das Pekunariat, also fördert das Pekunariat. Ja, die haben sich so gefreut, ne, wie früher hier bei der Klassensprecherwahl. Ne? Das war doch einfach irre. Die FDP? Ne? Ja, dieser Lange da, ne, mit der Brille.
Westerwelle. Genau, ja, also das hat mir dann, da habe ich richtig Anteilnahme dran gehabt. Waren Sie bei dem auch schon in der Wohnung? Den haben wir auch schon umgezogen, darum rede ich auch so gut über ihn, ist doch klar. Ja. Alle, die ich umgezogen habe, also ich persönlich, ja, da bin ich also total loyal. Man sagt, die habe ich umgezogen, obwohl man ja meinen könnte, mit Klamotten zu Hause, das ist dieser Branche, die habe ich umgezogen. Nee, da würde man ja sagen, ausgezogen, ne? Wenn schon, denn schon, damit jeder gleich weiß, um was es geht. Waren Sie auch schon bei Leuten in der Wohnung, die das gar nicht wissen? Aber natürlich. So super Promis, die nur den Schlüssel abgeben? Und auch. Ich habe auch mal einen umgezogen, der war irgendwie unterwegs. Den haben sie gerade vor einem Jahr, glaube ich, zu 4 Jahren verurteilt. Mhm. Aber das hat immerhin 20 Jahre gedauert. Ne? Also das heißt, der war lange unterwegs. Den haben sie, glaube ich, irgendwo in Südamerika genommen. Ja, und was haben Sie, die Möbel immer hinterher gefahren oder wie? Nee, da kam dann irgendwie ein Anwalt und der hat dann da die 22 Zimmer, ja, hatte der. Der hatte ungefähr zwei oder drei Zimmer nur für Schuhe und Krawatten. Ja. Ne, und der hatte also meinen gesamten Respekt genossen, den ich also überhaupt übrig hatte. Ja. Ich habe gedacht, was macht er jetzt ohne Krawatten und Schuhe irgendwo? Und alle sind hinter ihm her, nur weil er 600 Millionen geklaut hat. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. Ne, der arme Kerl. Gut, das waren die Zeiten, da war 600 Millionen noch ein Geld. Ja, ja, nee, Moment. Da waren sogar D-Mark. Das heißt, das war eine sichere Sache. Ja. Ne, das muss ich nicht mal reinziehen. Ja. Heute ist das ja völlig anders. Und wie haben Sie dann Ihre Rechnung bezahlt gekriegt für so jemand? Das hat der Anwalt gemacht? Das ist ja selbstverständlich. So Leute, die haben also wirklich absolutes, zuverlässiges Geschäftsgebaren. Die haben so viele Idioten an der Hacke, die brauchen nicht noch den allerletzten. Ja, aber für Sie, kann man das sagen, sozusagen diese ganz erlesene Schwerkriminalität, dass die richtig professionell sind im Geschäftsgebaren? Was wir in Köln sehr gut nachvollziehen können. Nee, ich meine, ganz klar. Ich meine, das Problem ist halt, und zwar, überlegen Sie doch mal, die geben Sie doch nicht mit so kleinen Diebereien ab, das war einfach nur lächerlich, das ist doch stillos. Ja. Ne, der hat wahrscheinlich seinen 6-Milliarden-Coup geplant im Ausland. Mhm. Der hat ja auch Zeit, wie gesagt, 20 Jahre. Ja. Ne, und jetzt warten wir mal, was der macht nach 4 Jahren. Der wird vielleicht noch Papst. Ne, oder Präsident. Da höre ich aber so eine Gesellschaftskritik bei Ihnen raus. Das ist überhaupt nicht Gesellschaftskritik, das ist eine ganz normale, stabilisierende Äußerung. Denn zum Beispiel, ich sage, wir müssen mit allem rechnen. Und? Was ist denn daran irgendwie Kritik? Wir erleben es doch jeden Tag. Ne? Wollen Sie ein anderes System? Um Gottes Willen, bedrohen Sie mich nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sie doch auch nicht, oder? Sie haben es auch gut eingerichtet. Ne? Bitte? Ich mein, Sie haben es doch auch gut eingerichtet. Ja, na klar. Sie zahlen doch Ihren Anzug nicht selber, oder? Doch. Echt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum? Weil ich lerne von denen, die 600 Millionen Miese an der Backe haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, definitiv. Nee. Das hab ich. 600 Millionen Miese kann man gar nicht an der Backe haben. Da hilft Ihnen jeder, da rauszukommen, glaube ich. Ist es so? Wo haben Sie denn Ihr Konto? Bei welcher Bank? Ich habe jetzt also gerade 2 Konten schließen müssen, weil die voll waren. Na, und das stimmt. Ja, was ist denn da zu lachen? Also ich schwöre Ihnen, der hat das Problem auch, der sagt es nur nicht. Das wissen, hier drin wissen das vielleicht wir und dann noch einer, der sich schämt, ne? Hier. Nee. Doch, doch. Ich zahle ja hier voll den Steuersatz. Hören Sie mal zu, wir haben also ganz klar ein Bankgeheimnis, also ich weiß schon, was Sache ist. Ja. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich muss ja schließlich wissen, was meine potenziellen Kunden auf dem Konto haben, ob sie auch ihre Rechnung bezahlen können. Ja. Nicht jeder hat 600 Millionen geklaut. Mit Rechnung zahlen mich total pingelig. Total. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie haben gar keine Zeit. Sie müssen sich doch die ganzen Witze einfallen lassen. Hier. Als der Anwalt. Nee, wirklich. Ach, die Witze macht der Anwalt, ja? Nein, nicht die Witze, die Rechnung. Die Witze auch. Das hätte ja einiges erklärt. Aber wenn ich umziehe, Sie sind mir wirklich von Berlinern wärmstens empfohlen. Nein, definitiv. Die haben gesagt, ein Schwabe, der in Berlin lebt. Ich bin Badenzer. Das weiß ich, aber der Schwabe lebt in Berlin. Nein. Die Schwaben hatten einen König. Wir hatten einen Großherzog. Ich weiß, und ihr wart die Revolutionäre. Die Grenze war im Wald. Oben, Richtweg, hinterm Richtweg. Also ich komme aus Eppingen, ne? Wenn Sie das kennen. Ja, in der Nähe von Karlsruhe? Ostbaden. Ostbaden. Ja. Bretten? Hinterbretten. Da, wo die Flippers leben, die Ecke. Die wohnen ein paar Kilometer weg. Ich haben glaub, Sie auch da, schon umgezogen? Da habe ich mal in meinen jungen Jahren, als ich noch keinen Führerschein hatte, heute habe ich auch noch einem, glaube ich, den Mercedes dann geklaut. Ich glaube, der hieß Omo. Es gab dann Stress. Das war im Gasthaus Schwanen, da ist der abends so abgetaucht, wenn er Stress hatte mit der Schwiegermutter. So irgendwie war das. Da war ich aber noch ganz jung, da hätte ich eigentlich gar nicht hingehen dürfen. Weil der war ja ein bisschen älter wie ich. Ne? Mhm. Die kamen aus Zauberfeld da hinten oder Dertingen oder so. Ah. Und das war ja schon irgendwie ein anderer Planet. Ne? Früher war das ja so, dass jeder Ort seine eigene Sprache hatte.
Und wie gesagt, also auch seine eigene Kultur. Und wenn du da über die Grenze bist, also auch in Liebesdingen, gab es auf die Rübe. Das müssten Sie doch auch kennen. Da ja, so intensiv habe ich es nicht mehr mitgekriegt. Bei uns war das ja schon durchmischt durch die vielen Vertriebenen. Ah. Ja, wirklich. Sie sind katholisch, ja? Ja, Sie nicht? Nee. Sind Sie in der Kirche? Nein, ja, nee, nicht mehr. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich nach Berlin ging. Da waren Sie evangelisch? Ja, ja, sicher. Ich, ja. Wollte, nee, ich hätte auch nie dieses Hemdchen angezogen. Das war nicht mein Ding und dann die Katze. Ja. Da war ich zu unruhig, also hier. Damals wurde man ja noch nicht mal mit Drogen ruhig gestellt. Das musste man selber machen. Haben Sie Drogen genommen früher? Natürlich. Palmprohibiere unerreicht. Und als ich dann wegging, waren die 20 oder 30 oder 40 Jahre später pleite. Mhm. Na, schrecklich, 2-3 Mal. Herr Zapf, jetzt ist die Show zu Ende. Gott sei Dank. Vielen Dank. Und wie gesagt, Umzüge. Heißt es Zapf-Umzüge? Ja, ja, AG. Ja. Zapf-Umzüge AG. Ah, Aktiengesellschaft. Börsennotiert? Natürlich nicht. Das war mein Tod. Ja. Ich reg mich doch nicht auf. Und vor allem ist es doch so. Diese börsennotierten Unternehmen, die haben doch immer die Vorstände und die Aufsichtsräte als Gäste, ja, die dann das Unternehmen konsumieren. Mhm. Siehe Quelle. Mhm. Und dann ist alles zur Neige. Obwohl hier, das ist noch voll. Toll. So sieht ein Wirtschaftsboss in Deutschland aus 2009. Völlig anders als das Klischee uns weismachen will in den Nachrichten. Schön, genau, dass Sie hier waren. Und wie gesagt, ich melde mich. Der typische FDP-Wähler, ne? Ja, ja, absolut. Also, nimm noch den blöden Bart ab, Guido. Ja.